Es ist Karfreitag. Wir denken an das Leiden und Sterben Jesu. Wir stellen uns unter das Kreuz. Karfreitag ist unser Platz unter dem Kreuz. Nicht zum Gottesdienst versammelt, aber im Herzen verbunden. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist ganz deutlich, dass Christus nicht hilft Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. So formuliert Dietrich Bonhoeffer, und ich möchte mit einem seiner Gedichte auf das Leiden und Sterben Jesu blicken. Gestern war sein 75. Todestag. Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg ermordet. Er schreibt im Juli 1944 im Gefängnis das Gedicht Christen und Heiden. Da heißt es in der ersten Strophe: Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle. Alle, Christen und Heiden. Ja, wir gehen zu Gott in unserer Not und bringen sie ans Kreuz. Wir sehen die Särge, die in Spanien oder Italien auf Laster gebracht und weggefahren werden. Wir sehen die Bilder von Beatmeten auf Intensivbetten. Viele können im Krankenhaus nicht zu ihren Liebsten. Sie können sich nicht einmal dann verabschieden, wenn sie sterben. Wir erfahren von überforderten Familien, in denen Gewalt und Aggression sind. Wir hören von Corona-Fällen in Altenheimen, in Ankerzentren, in Flüchtlingslagern und können uns wohl nicht vorstellen, was da geschieht oder noch geschehen wird.
Gott ist bei uns in unserem Leiden. In der zweiten Strophe schreibt Dietrich Bonhoeffer: Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not. Bischof Heinrich Bedford Strom sagte zu Beginn der Karwoche: Das Leiden Jesu Christi ist jetzt unser Leiden. Wir tragen etwas von seinem Leiden mit. Menschen, die sich der Not stellen, die anderen zum Christus werden. Menschen, die bis zum Umfallen in Krankenhäusern oder Altenheimen arbeiten. Menschen, die Kinder betreuen, obwohl sie Angst haben, sich anzustecken. Menschen, die sich als Nachbarn helfen, füreinander einkaufen, Tomaten ziehen und sie verschenken, musizieren an ihren Fenstern. Menschen, die für Obdachlose kochen. Menschen, die einander anrufen und sich Mut zusprechen. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Und dann formuliert Bonhoeffer in der letzten Strophe: Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Ich sehe auf das Kreuz und erkenne, dass Gott bei uns ist und bei denen, die anderen beistehen. Gott sorgt für uns. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler schreibt Bonhoeffer noch im Juli 1944: Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in all dem in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Zu all dem hat Gott in Jesus Ja und Amen gesagt. Dieses Ja und Amen ist der feste Boden, auf dem wir stehen. Das Kreuz ist und bleibt das Zeichen seiner Liebe. Mit ausgebreiteten Armen sehen wir sie, die Liebe, die alles erträgt, die alles glaubt, die alles hofft, die allem standhält, die Liebe, die niemals aufhört. Darauf vertraue ich und trete ans Kreuz. Lege einen Stein auf dieses Kreuz für all die Not, die mich und andere belastet. Und auch ein paar Blütenblätter als Zeichen des Danks für seine Gegenwart, für seine Hingabe, für seine Liebe, dafür, dass nichts uns trennen kann von ihm selbst. Die Kirche ist heute offen. Wenn Sie mögen, können Sie einen Stein oder ein paar Blütenblätter am Kreuz ablegen. Sie können es auch zu Hause im Herzen tun. Lasst uns beten. In einer fernen Zeit bist du nach Golgatha gegangen. Jesus, du hast Einsamkeit erduldet und zu Leid und Sterben Ja gesagt. Diese Zeit kommt uns jetzt näher, als es uns lieb ist. Wir erfahren Angst und Verlassenheit wie du. Wir bitten dich, bleib uns nahe. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod. Jesus Christus, diese Zeit bringt uns die Einsamkeit näher, aber sie lässt uns auch liebevolle Zuwendung erfahren. Wir bitten dich, stärke die, die jetzt stark sind für andere. Sei bei allen, die durchtragen und aushalten helfen, die Kranke pflegen und Sterbende begleiten. Du stirbst draußen vor dem Tor und mitten in der Welt, Jesus. Du lebst vor, was wirklich trägt und hält. Diese Zeit will uns auf unsere eigene Not zurückwerfen. Lass uns trotz allem die vielen Orte des Leidens auf dieser Erde nicht vergessen. Jetzt erkennen wir, was wirklich trägt und hält. Erhalte uns bei dir, was immer kommen mag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Bleiben Sie behütet.